Heute im Test die USB-Plasmakugel. Ein witziges Gadget von der Firma Pearl. Mitgeliefert wird neben der eigentlichen Plasmakugel noch ein dazu passendes USB-Kabel und eine kleine Bedienungsanleitung. In Betrieb nehmen lässt sich die kleine Plasmakugel entweder durch drei kleine AAA-Batterien auf der Unterseite oder mit dem mitgelieferten USB-Kabel. Wird das Gadget nun mit Strom verbunden und eingeschaltet, beginnen sofort kleine Lichtblitze im Inneren der Kugel herumzuzischen. Besonders gut wirkt der Effekt natürlich nur, wenn es ein wenig dunkler ist. Außerdem finde ich persönlich sehr toll, dass wenn man ein paar Finger auf die Kugel legt, die Lichtblitze den Fingern folgen. Mir persönlich gefällt die USB-Plasmakugel von Pearl sehr, sehr gut. Sie sieht nicht nur stylisch aus, sondern funktionierte im Test auch noch einwandfrei. Für einen Preis von 9,90 € kann ich sie jedem empfehlen.